Als es Abend geworden war, setzte sich Jesus mit den 12 Jüngern zu Tisch. Während der Mahlzeit sagte er: Ich weiß genau, dass einer von euch mich verraten wird. Die Jünger waren sehr bestürzt und einer nach dem anderen fragte ihn: Du meinst auch nicht mich, Herr? Jesus antwortete: Der wird mich verraten, der eben mit mir das Brot in die Schüssel getaucht hat. Während der Mahlzeit nahm Jesus Brot, dankte Gott, brach es in Stücke und gab es seinen Jüngern mit den Worten: Nehmt und esst, das ist mein Leib. Dann nahm er den Becher, sprach darüber das Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sagte: Trinkt alle daraus, das ist mein Blut, das für alle Menschen vergossen wird zur Vergebung ihrer Schuld. Dann sangen sie die Dankpsalmen und gingen hinaus zum Ölberg. Unterwegs sagte Jesus zu ihnen: Heute Nacht werdet ihr alle an mir irre werden. Petrus widersprach ihm: Selbst wenn alle anderen an dir irre werden, ich bestimmt nicht. Täusche dich nicht, antwortete Jesus. Bevor der Hahn heute Nacht kräht, wirst du dreimal behaupten, dass du mich nicht kennst. Da sagte Petrus: Das werde ich niemals tun. Und wenn ich mit dir zusammen sterben müsste. Das Gleiche sagten auch alle anderen Jünger. Sie kamen an eine einsame Stelle, die Gethsemane hieß. Dort sagte Jesus zu seinen Jüngern: Bleibt hier sitzen, während ich beten gehe. Petrus, Jakobus und Johannes nahm er mit. Furcht und Zittern befiel ihn, und er sagte: Auf mir liegt eine Last, die mich fast erdrückt. Bleibt hier und wacht. Dann ging er noch ein paar Schritte weiter, warf sich auf die Erde und bat Gott, wenn es möglich wäre, ihm diese Leidensstunde zu ersparen. Aber, lieber Vater, sagte er, du kannst alles. Lass diesen Leidenskelch an mir vorübergehen, aber es soll geschehen, was du willst, nicht was ich will. Dann kehrte er zurück und sah, dass die drei eingeschlafen waren. Da sagte er zu Petrus: Simon, schläfst du? Kannst du nicht einmal eine einzige Stunde wach bleiben? Dann sagte er zu ihnen: Bleibt wach und betet, damit ihr in der kommenden Prüfung nicht versagt. Den guten Willen habt ihr, aber ihr seid nur schwache Menschen. Noch einmal ging Jesus weg und betete mit den gleichen Worten. Als er zurückkam, schliefen sie wieder. Sie konnten die Augen nicht offen halten und wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Als Jesus das dritte Mal zurückkam, sagte er zu ihnen: Schlaft ihr denn immer noch und ruht euch aus? Genug jetzt, es ist soweit. Gleich wird der Menschensohn den Feinden Gottes ausgeliefert. Steht auf, wir wollen gehen, da ist er schon, der mich verrät.